meine Lieben. So, meine Lieben, es geht los. Lockeres Warm-up. Wir brauchen für den Warm-up einen Sessel. Ja? Sessel. Ja, schon wieder Sessel. Easy cheesy. Ja, der Christian wollte ja Sitzturnen machen. Jetzt machen wir Sitzturnen, Christian. Kannst auf der Couch Sitzturnen machen. Ja? Gut. So, also zum Warm-up, meine Lieben. Ganz locker, easy cheesy. 8 Minuten AMRAP, aber es ist wirklich nur lockeres Warm-up. Wir machen hier 10 Kniebeuge, ganz locker hinsetzen, aufstehen. Ja. Dann machen wir 10 Mal hier mit dem Knie so einen Spider-Man inne, dass die Bauchmuskeln ein bisschen aufgewärmt werden. Dann 10 Mal bitte draufsteigen auf den Sessel, Knieheber, rechts, links im Wechsel. Und das letzte, ja, ist ein Crunch, easy cheesy. Du kannst auch ein Sit-Up machen, Beine oben und hier 10 Crunches, ganz lockere Crunches. Ja? Diese 4 Übungen locker im Wechsel. So, das ist unser Warm-up. 8 Minuten AMRAP, as many rounds as possible. Gut. Es geht los in 10 Sekunden. 10 Mal hinsetzen, aufstehen. Du sitzt schon. Was? Los geht's. Also das ist das lockere Warm-up. 10 Mal hinsetzen, aufstehen. Jetzt müsst ihr noch nicht Gas geben. So, jetzt bitte 10 Mal Spider-Man, schön das Knie nach innen, immer nach vorne lehnen, zurück. Einfach ein bisschen warm werden. Sehr schön. Dann 10 Mal bitte draufsteigen, immer schön auf Knieheber. Wechseln. Dann 10 Crunches. Oder Sit-Ups. Wer will, kann auch Sit-Ups machen. Aber Crunches reichen fürs Warm-up. Und wer fertig ist, wieder von vorne. Gemütlich, Sitzturnen. Schau, der Christian hat sich das gewünscht. Ich gehe auf die Wünsche ein, meiner Kunden. Meiner Lieblingskunden. Das Spider-Man. Aber innen, innen. Zehnmal hochkommen. Und 10 Crunches. Sehr
und dann wieder von vorne. Same crunches. Gleich haben wir es geschafft. Und wieder von vorne. 8 Minuten lang geht es am Rap. Das könnte wahrscheinlich eh schon die letzte Minute sein. Nein, siebte. Ah, siebte Minute, sagt Lisa. Die sieht das sogar ohne drüber. Und 10 Crunches. So, eine Runde können wir noch anfangen. Aber jetzt letzte Minute. Und aus. Sehr schön. Sessel könnt ihr weg tun. So, meine Lieben. Das war das Warm-up.
Ja. Und jetzt geht's los, ja, mit Hotel Hell. Hotel Hell, ja, ist, du machst einen sogenannten, ja, Hang Clean Thruster. Ein Hang Clean Thruster ist Kurzhantel. Ja, schau kurz zu mir. Du gehst runter zum Boden, ja, fast bis zum Boden. Du setzt um in die Kniebeuge, push hoch. Boden, Kniebeuge, push hoch. Ja, das ist ein easy cheesy, ja, Hang Clean Thruster. Und diesen Hang Clean Thruster, meine Lieben, ja, den machen wir jetzt durchgehend 8 Minuten lang. Aber es ist dazwischen noch ein E-Mom drinnen. Das heißt, am Anfang der Minute gibt es immer 5 Burpees. Das heißt, wir beginnen mit 5 Burpees und dann zählen wir, wie viele Hang Clean Thruster wir schaffen in 8 Minuten. Ja? Du kannst zählen, du musst nicht zählen. Wäre cool, wenn du zählst. Ja? Nimm bitte ein ordentliches Gewicht. Ja, das geht ziemlich auf die Oberschenkel. Ja. Nimmst du deine eigene Matte? Eigene Burpee-Matte. Ja, sehr brav. Na, dann tue ich meine. Ja, tue es weg. Tue ich meine daher. Ja, tue ich meine Burpee-Matte. So, wenn man so will, ist schräg. Genau. Super. Okay. Dann, meine Lieben, wir fangen an mit 5 Burpees. Das ist das Hotel Hell. Auf die Plätze, los geht's. So, jetzt mit den Handeln bitte, schaut's nochmal her, fast bis zum Boden, umsetzen, Kniebeuge, Push, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. 5 Burpees. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shit. Jetzt noch 8 geschafft. Viel weniger.
Schröder. Vierte Runde. Sechste Runde. Letzte Runde! Thank you.
Na, servus. Ui. So. Hotel Hell. Hotel Hell hat's in sich. Ui. Ich hoffe, ihr schwitzt auch schon ein bisschen. Genau. So, meine Lieben. Jetzt machen wir die Eni. Die Eni sind 180, 60, 40, 20 Jumping Jacks. Und dann 50, 40, 30, 20, 10 Sit-Ups. Das heißt, du machst 100 Jumping Jacks, 50 Sit-Ups, 80 Jumping Jacks, dann 40, immer die Hälfte, 60, dann 30, 20, dann 10, also 40, 20, 20, 10. Ja. Du versuchst das Ganze natürlich in 8 Minuten zu beenden. Ja. Michi, ich weiß nicht, hast du es geschafft letzte Woche? Ich habe es nicht geschafft. Ja. Genau. Der Michi und ich, wir haben ein bisschen eine Verletzung am Bein. Wir springen nicht, wir machen wieder diese Top-Side. Ja. Also 100 Mal, es zählt jedes Bein, Michi, jedes Bein. Ja. 1, 2, 3, 4. Die anderen bitte, die gesund sind, die keine Verletzung haben, ja. Jumping Jacks. Genau. 100 Stück, dann 50 Sit-Ups. Geht's? Bereit? Christian? Christian, du willst mit der Katze spielen. Nein, die Katze kann allein, die kannst nachher mit der Katze spielen. Komm. Okay. So, Leute. 100 Jacks. Und wie gesagt, wer nicht springen will, macht einfach so Tab zur Seite. Aber die Armbewegung von den Ampelmännern machen wir dazu. Los geht's. So, ich habe 100 geschafft. Gehen wir runter. 100 Sit-Ups. Nein, 50 Sit-Ups. Das ist 20, das ist ja's. Weiter geht's. Jumping Jacks.
Also der Michi ist schon fertig. Ich habe noch 10, Michi. Sit-ups, wer fertig ist. Dann 60 Jumping Jacks, wer fertig ist mit den 40 Sit-Ups. Thank you.
raus. Fast geschafft. 10 haben gefehlt. 10 haben gefehlt. Ah. Lisa, das hast du geschafft? Wirklich? Sehr brav. Sehr brav. Bist die Erste. Ich glaube, letzte Woche hat es auch niemand geschafft. Hat die Angie auch mitgemacht. Ich glaube, die hat es auch nicht geschafft. Ui. So. Das war die Amy. So. Und jetzt kommt die Angie. Und bei der Angie sind es eigentlich 100 Push-Ups, 100 Sit-Ups und 100 Squats. Wir werden das Ganze aber jetzt aufteilen. Immer so auf 10, 10, 10. Ja? 10 Push-Ups, 10 Sit-Ups, 10 Kniebeuge. Ja? 8 Minuten durch. Genau. Ui. Burn, 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 burn. Ich gebe euch noch eine Minute, weil ich die Minute brauche. Na, servus. 10 Liegestütze. 10 Sit-Ups, 10 Kniebeuge. Ich schwitze schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr schwitzt, aber ein bisschen schwitze ich schon. Okay, bereit? Gut, gehen wir es an. Gehen wir es an. So. Gut, es geht los in 10 Sekunden. Hm. 10 Liegestütze, los geht's, meine Lieben. Geht sich genau in einer Minute aus. Ah.
Hammer! Vorletzte Minute, glaube ich. Sehr brav. Sehr cool. Ui. So, meine Lieben. Jetzt machen wir noch zum Schluss die Linda. Die letzte Challenge. Kurze Pause. Die Linda. Die Linda ist von 10 runter bis 1. Ja? Und du fängst an, 10 mal Kreuzheben. Dann, wir haben gemacht Bench Press, aber ihr habt zu leichte Hanteln, machen wir Flies. 10 Flies. Ja? Ich habe letzte Woche statt den Bench Press habe ich gemacht Liegestütze. Schauen wir mal, ich glaube, ich werde heute auch Flies machen. Und die dritte Übung, ja, ist eine Kniebeuge, eine Frontkniebeuge. Einfach hier das Gewicht halten und dann eine Kniebeuge, Kniebeuge, Kniebeuge. Also 10 Deadlifts. Ja? 10 mal Flies und 10 Kniebeuge, dann 999, dann 888, dann 777 bis 111. Sollte jemand frühzeitig fertig sein,
glaube, letzte Woche hat es ein paar geschafft. Haben es ein paar geschafft letzte Woche, ja. Genau. Das Einzige, was heute anders ist, weil normalerweise macht man das Deadlift mit 150% Körpergewicht, Bench mit 100% Körpergewicht und die Kniebeuge, glaube ich, mit 75% Körpergewicht. Ja? Also, das ist dann ganz schön viel. Gut. Okay. Wir fangen an mit Kreuzheben. 10 Mal Kreuzheben. Okay. Noch 10 Sekunden, meine Lieben. Los geht's. Zehnmal Fleiß. Jetzt 9. Und 9 Kniebeuge. Jetzt 8. Sieben. Sehr brav, Christian, sehr brav. Oh, Scheiße. Das Wort ist vergessen. Okay.
Sehr brav. Beide Lisas geschafft. Sperrmchen. Bist du. Scheiße. Stimmt, für dich, Claudia, du bist ja 29. Ich bin schon 31. Bist du der Mann? Ui! Die Linda hat's in sich. Ah. Sieht man das Zittern? Nein, gell? Aber ich zitter ganz leicht. Na, servus. Hui. Aber ihr habt das alle geschafft, glaube ich, oder? Ja, die Übungen habe ich nicht ganz harmoniert, aber ja. Ja, du hast dich ein bisschen zu viel mit der Katze gespielt, Christian. Ja, die sind wir gekommen. Ich weiß, ja, genau. Kannst das nicht wegtreten einfach. Ja, genau. Na, Christian war eh brav, der hat wenig Pausen gemacht heute. Sehr brav, genau. Aber die zwei Lisas, meine Lisa und die Naschkatzen-Lisa, die haben es, glaube ich, als erstes geschafft. Ja. Ich werde es parallel fertig. Ich glaube sogar 2 Minuten vor der Zeit. 2 Minuten vor der Zeit, das ist ordentlich. Schneller ja. Trainiert ist früher fertig. Ja, wer schneller trainiert ist, ist früher fertig, genau. Ja. Da ist die Mietzekatze, genau. Fertig werden möglich ist. Ja. Sehr gut. Michi, wie ist dir gegangen? Gepasst, ja? Ja, sehr gut. Besser als letzte Woche, oder? Ja, viel besser. Ja, genau. Super. Ihr wart sehr gut, super mitgemacht.